tatsächlich der Start dieser Sendung war durch die Corona-Pandemie inspiriert, weil die Menschen den Kontakt zu öffentlichen, wie soll ich sagen, zu öffentlichen Medien komplett und völlig abgelehnt haben. Die Öffentlich-Rechtlichen sind sich der Teilschuld mit bewusst, dass eben halt durch den Umstand der Corona-Pandemie, durch da gab es so ein Wort dafür, dass man geflamed hat, dass man die alle in eine rechte Ecke gestellt hat, Schwurbler abgestempelt und so weiter und so fort. Das ist denen bewusst. Und für die war es dann wichtig, nach der Pandemie im Endeffekt wieder in den Kontakt mit Menschen zu kommen. Deswegen wurde das ARD-Twitch-Format gestartet, weil sie den Kontakt wieder zu den jungen Menschen, den Älteren und auch eben halt zu Losties wie mir wiederfinden wollten. Weil ich habe das ÖRR, ich habe dort ganz klar verlangt, dass ich möchte, dass sie abgeschafft werden. Und habe mit denen sehr lange und hart darüber diskutiert, warum ich das so empfinde. Und wie soll ich sagen? Also es ist wirklich so, dass ich zum Beispiel habe gestern Abend, auch wenn ich es nur schriftlich machen konnte, mir geht es im Moment nicht so besonders gut, tut mir leid, habe ich, wie soll ich sagen, komplett widersprochen die ganze Zeit, aber auf eine sehr ruhige und vernünftige Art und Weise. Ganz oft sind die Unterschiede von den Menschen dort so, dass die Art der Diskussion, wie sie stattfindet, ein Aufeinanderkrachen ist, anstatt ein Miteinander kommunizieren. Ich habe gestern Abend zum Beispiel ganz oft und ganz viel darauf hingewiesen, dass dem Krieg eigentlich nur den finanziellen, dem Kapitalismus, der Industrie, der Monopolisierung und so weiter und so fort hilft. Dass im Endeffekt alle anderen, bis eben halt auf die, die einen Mehrwert aus den Kriegen generieren, die Verlierer sind. Und dass das eben halt in der Masse halt mehr sind als die, die daraus Gewinn ziehen. Also die Verlierer im Krieg und so weiter und so fort. Agi, ich kann dort argumentieren und ich argumentiere kontra das, was meistens dort passiert. Und ich bin noch nicht rausgeflogen, ich werde nicht gebannt, ich werde nicht zur Seite geschoben. Es ist die Art, wie ich mit den Leuten spreche. Würde ich mich da hinsetzen und sagen, ihr seid scheiße, weil ihr macht nur Populismus, ihr seid Kacke und eure Daten sind alle mies, dann lassen die mich auch nicht mehr zu. Wenn ich aber argumentiere, schaut mal, ich habe dort und dort diese Daten, zum Beispiel aus der Bundes, da gibt es immer so Listen, Statistiken vom Bundesamt. Aus der Bundesamt-Statistikliste habe ich diese Daten herausgefunden, habe sie verglichen mit den letzten Jahren und komme aufgrund dieser Evaluation, oh, ich benutze schon wieder Kackworte, aufgrund dieser Beurteilung zu dem Resultat. Also nach Daten. Das Problem meistens, was das ARD momentan hat, ist dort, dass viele Leute dort joinen, ihre Sachen sagen, diese aber dann aber von der ARD nicht belegbar sind. Das bedeutet, sie geraten in ein Rechtsproblem. Das haben sie auch mal erklärt bei ARD Mixtalk. Da war der Chef von denen nämlich dort, weil ich habe ihn damit konfrontiert, dass mir das stinkt, dass eben halt nicht alles zugelassen ist, einfach so, wie die Leute von der Leber weg halt sprechen. Und da sagt er ganz klar, da kommen wir in ein rechtliches Problem. Deswegen geht es eben halt nicht, dass alle Menschen, die bei ARD einfach so mal joinen, reden, von der Leber wegreden können, wie sie es eben halt gewohnt sind, also Stammtischmanier. Verstehst du mich, was das betrifft? Ja, ich habe aber eine andere, also erstmal gute Besserung. Du hast ja gerade gesagt, dass es dir schlecht geht. Dankeschön. Es ist wieder die Psyche, es ist nicht der Körper, es ist einfach nur So. komplett die Psyche, die momentan gefickt. Das tut mir leid. Ja, aber ich verstehe dein Argument, aber ich glaube, es geht an der Realität vorbei. Also diese rechtlichen Probleme, ich glaube, dass das eine Ausrede ist. Also man lädt ja auch eine Strack-Zimmermann ein, die die ganze Zeit nichts anderes macht, außer. Oder die, wie formuliere ich das jetzt rechtssicher,
die zumindest sehr viele Verschwörungstheorien, sehr viele Fake News verbreitet, nachweislich. Also sie hat nach der Wahl von Robert Fico gesagt, diese Wahl sei wahrscheinlich von Moskau gesteuert. Sie hat nach der Sprengung von Nord Stream gesagt, ja, also dass es Russland selber war, das die Pipeline gesprengt hatte. Also sie macht die ganze Zeit nichts anderes, außer wirklich Verschwörungstheorien und Fake News zu verbreiten, also genau das, was den Kritikern vorgeworfen wird. Und Dominik, der jetzt in der ARD abgewürgt wurde nach ein paar Minuten, der hat ja Sachen behauptet, die stimmten. Also der hat ja gesagt, dass da in Kursk ukrainische Soldaten mit SS-Symbolen auf dem Helm rumliefen und einen Rentner signaliert hätten. Und naja, es gibt ein Video, das exakt das belegt, was Dominik da behauptet hat. Das heißt, er hat keine Fake News verbreitet. Diese Behauptung der ARD, er hätte Fake News verbreitet, die ist falsch. Die ARD hat ja also eine prorussische Stimme zensiert. Sie lässt aber transatlantische Propagandisten unwidersprochen die ganze Zeit ihren Sermon absondern. Also ich finde hier diese Inäquivalenz, die ist so dermaßen himmelschreiend, dass man das nicht mit rechtlichen Problemen erklären kann. Ja, deswegen haben wir Leute, die wir in Twitch ARD ganz oft sind, verlangt, dass ein nachher Faktencheck eingespielt wird. Dass sie nachher alles, was in den Streams gesagt wurden, extra überprüfen und nochmal Fakten checken, ob das, was gesagt wurde, wirklich wahr ist oder nicht. Weil wir eben halt schon gemerkt haben, dass manche Menschen, das ist das, was ich dir eben versucht habe zu sagen, dort halt einfach auf joinen, dann irgendwas sagen, was nicht richtig ist und die dann eben halt in die Bredouille dadurch kommen, wenn sie es einfach so stehen lassen. Ja. Deswegen, ich arbeite ja immer wieder mit denen zusammen. Ich stelle mich ja immer wieder hin und sage, Leute, uns fehlt dann hier der Faktencheck, uns fehlt dann dort dies und so weiter und so fort. Aufgrund von, weil wir dort und dort eben halt diese Daten gefunden haben, die das bestätigen, was die Leute sagen. Dafür muss man sich aber auch wieder hinsetzen und mit ihnen in der Kommunikation bleiben. Verstehst du, was ich meine? Ja, Die mich Art haben und sie im Weise. Chat gesperrt, also zweimal. Ich weiß, Sellers ich habe auch Kommentar haben schon sie gelöscht. Dominik haben sie im Chat übrigens auch komplett gesperrt. Der konnte sich bei denen auch nicht mehr beschweren. Also die sperren systematisch Kritiker. Das ist einfach so. Und wenn mal einer durchkommt, dann sperren sie den auch raus. Und das könnte man ganz leicht abmildern, indem man die voreingeladenen Gäste ausgewogen auswählen würde. Also nicht drei Leute, die grundsätzlich auf Linie der westlichen Propaganda sind, sondern, keine Ahnung, ein AfDler, ein BSWler und dann von mir aus eine Strack-Zimmermann. Das wäre eine ausgewogene Gästeauswahl. Darf ich mir das aufschreiben als Kritikpunkt für die ARD, dass wir uns alle als Gemeinschaft wieder ausgewogenere, wie soll ich sagen, Meinungsdarstellung, Vielfalten von ihnen wünschen? Weil ich sammle ja die Kritik an die ARD und gebe sie ihnen dann auch jedes Mal weiter. Wie Ja, wenn man. gesagt, ich bin nicht dazu da, den Zucker ums Mäulchen zu schmieren, auch wenn ich die total gerne habe, sondern ich bin dazu da, um denen wieder dann zu zeigen, hier, da läuft was falsch, wir brauchen euch, dass ihr das richtig macht. Verstehst du, was ich meine? Es ist nicht so, viele Leute denken, man kann mit denen nicht reden, aber es ist doch so, dass man mit denen wirklich gut reden kann. Als Und ich dazu nachher haben wir Gast auch. Und war und nachher. auf so Dinge antworten wollte, die irgendein Experte zum Ukraine-Krieg da gesagt hat, wurde ich ziemlich schnell abgewürgt. Also ich kenne die Erfahrung, dass man da beitritt und dann, wenn man eigentlich noch inhaltlich was dazu sagen will, was einem da gerade vorgehalten wurde, dass man dann gleich wieder rausgeworfen wird. Und so jemand wie Drakon, der ist da halt Dauergast. Der darf da beliebig lange seinen Sermon abgeben und das ist bei allen Walkies so. Also die Walkies, die sind da eine halbe Stunde zu Gast, die dürfen erzählen, was sie wollen, die werden nicht abgewürgt, aber wenn mal ein Streamer zu Gast ist, der eine grundlegend andere Sicht hat, der die Narrative grundlegend in Frage stellt, wie ich oder wie Dominik jetzt, der ja wirklich rausgeworfen wurde, dann ist das nicht möglich. Und kontra herausgearbeitet. Gearbeitet werden kann. Ich habe übrigens der ARD auch schon gesagt, dass ich das nicht unbedingt mag, wenn sie die Menschen wegbannen, die vielleicht nicht ganz auf Linie mit ihnen sind. Ich habe dazu auch schon eine Antwort bekommen, die darf ich nur nicht öffentlich machen. Mein Problem ist in der Geschichte, ich verstehe, was Sie versuchen, ich verstehe, was die andere Seite versucht. Und ich habe von Anfang an gesagt, das ist ein Projekt, wo im Chat, wenn alles richtig läuft, wirklich die Meinungen aufeinander prallen dürfen auch. Das Problem ist, momentan haben sich da wieder die Sachen verschoben. Ich werde auch das wieder anmerken, dass ARD, Kritik.
Kritiker bitte mehr zulassen. Und ja, es ist ja auch so, dass die ARD in ihren eigenen Reihen Leute, die nicht auf Linie sind, wegsäubert. Also bei Mixtalk, da war eine Journalistin angestellt, die hat Werbung für eine Ja. falsche App gemacht, für eine App, wo man Produkte aus Israel miterkennen konnte, und die wurde entlassen. Ich Also weiß, ich vermisse immer noch. das ist die Situation. Also du hat es ja anscheinend mit der zu tun. Du hast das viel näher mitbekommen. Also das ist doch krank. Das hat doch nichts mit freier demokratischer Meinungsbildung zu tun, was da im Öffentlich-Rechtlichen Müssen immer bedenken, die abläuft. sind in einem Öffentlich-Rechtlichen. Alles, was die von sich geben, muss für sie auch von einem Rechtsanwalt abgeklärt, gesichert sein, weil sie Angst haben, dass sie ansonsten angreifbar werden. Und das auf eine Art und Weise, wo man sie gerichtlich halt festnageln könnte, was ja dann auch wieder Konsequenzen hätte für den allgemeinen Verein von der ARD. Also es geht, deswegen habe ich eigentlich betont, ich wollte mit dir nur über ARD Twitch reden. Bei ARD Twitch haben wir ein Problem momentan, dass eben halt, wie ich dir versucht habe zu sagen, diese Extreme so hart aufeinander krachen. Ich bin immer dort. Ich habe diese Sendung ARD Twitch vom ersten Tag an begleitet bis heute. Alle Sendungen von denen. Ich hatte am Anfang, hatten wir dort, Entschuldigung, warte kurz. Ich höre mich nämlich selber nicht mehr. Und, nein, das Fenster steht nicht offen, es ist einfach nur sehr laut. Ich wohne immer noch an der Hauptstraße. Wir hatten bei ARD Twitch am Anfang das Problem, dass sich die Leute dann nur noch gefetzt haben und dass es dann im Endeffekt so weit ging, dass keine Argumentation oder eben halt miteinander mehr möglich war. Da mussten sie zweimal schon den Nur-Emote-Chat einschalten. Verstehst du, was ich meine? Sie Ja, aber es kriegen geht ja das nicht um dann den selber Chat. dann gar nicht mehr gehandelt. Das heißt, sie versuchen Das. in ihren möglichen Rahmen bei ARD Twitch die Dinge so zu gestalten, dass sie das auch in die Öffentlichkeit tragen können, rechtlich abgesichert. Ich habe mit der ARD mal versucht, über die Finanzierung der ARD zu reden, weil mir stinkt es, dass dort die Parteien eben halt komplett mitmischen dürfen. Ich habe die ARD gefragt, warum die Leute dort zugelassen sind, teilweise, obwohl man ganz klar weiß, dass sie Populismus machen werden. Wir nehmen jetzt mal das beste Beispiel, die Strack-Zimmermann. Sie sind vom Gesetz her dazu verpflichtet, den Leuten eine Bühne zu geben, wenn sie im öffentlich-politischen Raum stehen. Es gibt wohl in der Satzung von den öffentlich-rechtlichen Geldern einen Artikel, der sie dazu verpflichtet, diese Dinge zuzulassen. Selbst wenn sie als Team bei ARD Twitch zum Beispiel eine ganz andere Meinung haben. Und ja, die Kritiken erreichen die Leute, weil Schneid fragt das gerade. Es erreicht sie. Wir haben auch schon angefangen, ich habe dort versucht, mit denen über Antikapitalismus und Kapitalismus allgemein, wie er unsere Gesellschaft beeinflusst und uns alle kaputt macht, versucht mit denen zu reden. Das Thema Antikapitalismus ist bei ihnen im Öffentlich-Rechtlichen nicht gerne gesehen. Ich habe aber jetzt eine Erlaubnis bekommen, wann immer ich kann, den Antikapitalismus mit reinzukriegen, wenn er zum Thema passt. Das heißt, ich werde da auch schon sehr kreativ. Und ich habe dort, weil es heißt, wir erreichen nichts, ich habe dort schon zwei Politiker dazu bekommen, zu sagen, demokratische Betriebe wären vielleicht wirklich eine Möglichkeit, unseren Staat noch zu retten und gegen Armut vorzugehen. Also es kommt an. Es kommt nur langsam an, Agi. Und da würde ich dich dann bitten, vielleicht nicht so hardcore über das neue Projekt ARD Twitch herzuziehen, sondern dann Menschen wie zum Beispiel mich, die eine Bindung haben zu der ARD Twitch, mit ins Boot zu holen, zu sagen, hey, das sind meine Kritiken heute an denen. Softie, kannst du mal, flitz mal, gib die bitte mal weiter. Das ist uns wichtig als Community, die eben halt auf diesem Standpunkt der Seite halt steht. So Wäre meine das Anna. ein Deal für Also uns? was heißt ein Deal? Also ich habe halt eine grundlegend andere Analyse als du. Du bist der Meinung, dass man da
langsam was machen könnte, dass die auf Ratschläge hören. Meine Erfahrung ist die genau gegenteilige. Die nehmen Anfragen nicht an, wenn man egal welche Funkformate. Ich habe beispielsweise mal beim Format Was kostet die Welt, da habe ich Kritikvideos zugemacht, dann habe ich die angefragt, oder ein Kritikvideo gemacht, dann habe ich die angefragt. Das wurde komplett ignoriert. Also ich bin von Öffentlich-Rechtlichen gewohnt, dass jegliche Kritik vollkommen ignoriert wird und dass es von der Berichterstattung eigentlich nur schlimmer wird. Das ist meine Erfahrung. Du kannst ja jetzt eine andere gemacht zu haben bezüglich des ARD-Twitch-Kanals. Und ich wollte noch mal zu dem ursprünglichen Punkt zurückkommen. Gästeauswahl bei diesem Twitch-Kanal, die ist extrem einseitig. Mir geht es jetzt gar nicht darum, ob die im Chat ein bisschen zu viel zensieren oder nicht. Also es ist mir jetzt egal, ob ein Kommentar mehr zensiert wird oder nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die Gästeauswahl so einseitig ist. Also, dass da wirklich nur die Gäste der einen Seite zu Wort kommen. Man kann von mir aus ruhig eine Strack-Zimmermann einladen, auch wenn ich sie für eine Kriegstreiberin halte. Aber man sollte dann auch die andere Seite einladen. Man sollte dann auch jemanden von der BSW, jemanden von der AfD, jemanden, keine Ahnung, der eine grundlegend andere Position hat, einladen. Und nicht nur Kriegstreiber. Agi, und da kommen wir jetzt zu einem Punkt. BSW wurde angefragt, weil die habe ich mir gewünscht. Seit 2 Jahren wünsche ich mir, dass BSW dort auftakt. BSW hat leider bisher immer abgesagt. Wen habt ihr angefragt? Das weiß ich nicht, wen die angefragt haben. Sie haben einmal, das weiß ich, weil ich ganz klar gesagt habe, das braucht ihr, das müsst ihr machen, ist Frau Wagenknecht selber. Ja, das ist klar, dass die absagt. Also ihr könnt doch nicht die Parteivorsitzende da anfangen. Also ihr werdet auch Scholz nicht bekommen. Angefragt wird, ne? Und ich hatte halt angemerkt, dass sie für mich eben halt auch in die Interviews gehört, in die Sommerinterviews. Dass BSW für mich genauso für die Sommerinterviews Bestand hat dort, weil eben halt für mich ist die Partei wichtig. Dieser Punkt wurde auch gemacht. Auch das wurde angefragt. Frau Wagenknecht hat leider abgelehnt. Diese 2 Sachen. Ich weiß nicht, wen von den anderen Wagenknecht oder BSW-Mitgliedern sie noch angefragt haben, weil ich dann da nicht mehr dahinterher war. Mir war es eigentlich wichtig, dass Frau Wagenknecht selber halt mal auftaucht. Wir hatten es ja schon mit Scholz dort bei den Sommerinterviews zu tun. Wir hatten es auch mit, ne, mit dem anderen Vogel der so einen hässlichen Bart hat, der von Bayern ist. Ah, der immer so viel Unfug quatscht. Der bayerische Ministerpräsidenten-Fuzzi. Markus Söder. Söder, danke. Dass ihr Sarah Wagenknecht, die den ganzen Tag in irgendwelchen Städten oder in anderen Talkshows eingeladen ist, nicht bekommt, das wisst ihr ja vorher. Also das ist eine Talkshow mit 1000 Live-Zuschauern im Öffentlich-Rechtlichen nahezu Millionen. Also da muss man halt unbedeutendere Politiker anfragen, wie halt Strack-Zimmermann oder beim BSW. Da gibt es zig Politiker, die man sonst anfragen könnte. Aber nehmen wir mal die Streamer. Also Drakon, der war jetzt schon das zweite Mal als Dauergast zu einer Sendung zum Ukraine-Krieg eingeladen. Warum Drakon? Warum nicht mal ein Streamer, der diese Waffenlieferung in die Ukraine grundsätzlich in Frage stellt, wie beispielsweise Dominik? Wieso habt ihr nicht Dominik als Dauergast eingeladen? Wäre doch ein guter Gegenpart zu Strack-Zimmermann gewesen. Übrigens, dass du ihr sagst. Darf ich dazu was sagen? Ach so, sorry. Du hast dich da gerade so in Verbindung mit denen, sorry. Nein, nicht ihr. Sie, sorry. Sie oder sonst irgendwas. Das, was ich mache, mache ich aus einer eigenen Überzeugung heraus, okay? Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir vielleicht uns erarbeiten, bei den Öffentlich-Rechtlichen wieder eine Plattform zu haben. Bedeutet, dass der Lobbyismus einseitige aufhört und Menschen wie zum Beispiel Kontrameinung haben wie ich, weil ich werde immer zugelassen, ich bin halt nur nicht wichtig. Warum ist Drakon so oft zugelassen? Hast du seine Zuschauerzahlen gesehen? Die suchen sich die Menschen mit den meisten Zuschauerzahlen, die dann zu dem Thema passen bei Twitch. Es geht dort auch ein bisschen um sich selber dann glaube, das ist aber ein Glaubensgedanke, den ich habe, sich selber bekannter zu machen auf Twitch. Dass sie versuchen, bei den größeren Streamern eben halt mit Menschen, sie aufmerksam zu machen, dass sie da sind. Es gibt immer noch Leute, die total verwundert sind, dass es überhaupt ein Projekt wie ARD Twitch gibt, ne? Ja, aber dann kann man doch, also okay, der ist jetzt nicht auf Twitch, sondern auf YouTube, dann kann man doch einen Thomas Röper oder einen Robert Stein einladen. Die haben auch so viele Zuschauer, also die haben wahrscheinlich sogar mehr Zuschauer als Drakon, wesentlich mehr. Was? Wie hieß der Typ? Robert Stein beziehungsweise Thomas Röper, die machen das Format Tacheles. Stein.
Tacheles. Tacheles Projekt. Kann ich anmerken, kann ich die mal bitten drum. Aber ich weiß nicht, ob sie darauf eingehen, weil ich selber das Projekt Tacheles zum Beispiel gar nicht kenne. Müsste ich mich selbst erst schlau machen, ob ich da wirklich eine Empfehlung von meiner Person her halt geben würde. Ist nur ein Was Beispiel. Also macht das? es gibt genug Lass mich Beispiele. mal drin. Ich habe schon mal darum Markus Fiedler, gebeten, dass Markus du Fiedler, kommen darfst. der wäre bestimmt bereit. Markus Fiedler. Markus Fiedler? Ja, Okay. der hat einen Aber Kanal, das Dicky Hausen auf betrifft YouTube. jetzt persönlich. Habe ich schon öfter nachgefragt, warum du nicht öfter zugelassen wirst, weil du eben extrem in der Politik drinne bist, noch tiefer, als ich es halt bin. Weil Dragon ich doch interessiere auch. mich für den Antikapitalismus. Ich interessiere mich weder für das, was die Politiker labern, weil die dumm sind in meinen Augen, oder sonst irgendwas, sondern mir geht es wirklich darum, die antikapitalistische Nachricht, die in meinem Herzen schlummert, weiterzugeben. Deswegen, was kriege ich für eine Antwort, Agi, wenn ich um dich bitte? Du bist ihnen zu extrem. Also, Und ich zwar bin jetzt kommt mutiger nicht als darauf ich, kann man gar nicht, sorry, dazu würde ich gerne mal was sagen. Mutiger als ich kann man gar nicht sein. Ich bin für ein bisschen mehr Sozialstaat, ich bin für höhere Löhne, höhere Renten, für eine Außenpolitik, die nicht auf in der Frieden setzt, ich bin für politischen mehr Meinungsfreiheit. Einstellung, Also, ich bin mutiger als ich und liberaler als ich. Also viel mehr kann man gar nicht sein. Also, das kannst du denen ruhig mal sagen. Ich bin überhaupt nicht weder von der extrem. politischen Einstellung her gemeint, noch von eben halt zu welcher Seite der Diskussion du oder Kontra Pros gerade gehörst. Es ist die Art, wie du diskutierst. Du bist sehr selbstsicher. Du vertrittst deine Punkte anders da als ein Normalo zum Beispiel, wie ich sie vertreten würde. Du hast die Sprache eines Politikers. Wie soll man das erklären? Also du drückst dich wie sie aus. Das kann ich gar nicht. Nein, das hat er nicht gesagt. Keiner hat gesagt, dass Agi rechts ist. Sondern das Extreme beruht auf seiner Art, wie er mit den Menschen diskutiert. Bedeutet, Agi ist natürlich stark im Diskussions. Und dann kommen Leute zum Beispiel wie ich, die sind eher schwach. Also hört auf, sowas zu sagen, bitte. Agi ist nicht rechts. Okay? Ganz klar, das muss ich jetzt ganz klar und dann sage ich das auch ganz böse. So. Habt ihr jetzt einen Anschiss gekriegt im Chat? Ihr wisst, wer es gemeint ist, ne? So. Ja, Und aber das darf ich dazu kurz mal was sagen? Ich würde nicht sagen, dass ja, ich darf ich dazu mal kurz was sagen? Ich würde jetzt sagen, das sind keine Punkte, die dagegen sprechen, mich zuzulassen und die auf Drakon genauso zutreffen. Also dann dürfte man auch einen Drakon nicht als Dauergast da sitzen haben. Da dürfte man auch einen Dara nicht dauernd einladen. Da dürfte man auch einen Naitan oder einen Gregor nicht dauernd einladen. Also für die trifft das doch auch alle zu. Die sind doch, also die sind noch wesentlich überheblicher als ich, würde ich sagen. Ja, natürlich, also das ist jetzt, wie gesagt, sowieso ein ziemlich albernes Kriterium dafür, ob man Leute zulässt oder nicht. Von dem Punkt her gesehen ja, aber sie versuchen halt eine ausgeglichene Diskussionskultur dort einzuführen. Das bedeutet, Agi, würdest du dich vielleicht ein wenig sanfter ausdrücken und weniger, oh, wie sagt man das, weniger schlau wirkend? Klar, du sollst dumm reden und nicht schlau. Hallo Junior, ich gebe dir gleich deinen Computerstuhl, Entschuldigung, ich bin gleich fertig, ich verspreche es. Mein Sohn ist nach Hause gekommen und er so bringt es auf den Punkt. Er sagt es ganz klar, sprich einfach ein bisschen doofer wie ich und dann kommst du da besser an. Es ist, nein, es ist nicht weniger Wahrheit. Es geht darum, wie man es sagt, die Wahrheit. Passt auf, gestern zum Beispiel habe ich ganz klar auf die Monopolisierung der Waffen. Alles okay? Ich habe dein Duschzeug etc. bereitgelegt. Ich weiß nur noch nicht, was wir essen sollen. Deswegen habe ich noch nicht gekocht. Aber ich koche dir dann gleich was. Ich muss gleich los. Tut mir leid. Und Leute, ich bin immer noch eine Frau, ne? Er sagt einfach, also es geht einfach darum, ich zum Beispiel habe gestern die ganzen Leute dort kritisiert, aber auf eine ganz vernünftige Art und Weise. Halt nur einfach schriftlich, Agi. Es ist die andere Art und Weise zu reden. Und man sollte vielleicht nicht sagen, die haben oder so, sondern ich denke, aufgrund von diesen und diesen Daten, die ich mir angeschaut habe, die ich beurteilt habe, dass das und das Resultat dabei rauskommt. Wenn du so zum Beispiel mit denen sprichst, wirst du eher bei denen ankommen
als wenn du sagst, ich weiß das und da geht es nicht um Überheblichkeit oder so, sondern das sind die Daten dazu. Und da kommen die gar nicht mit. Es geht darum, eben halt anders da das rüberzubringen, was du sagen möchtest. Doch, Jonas hat es am besten auf den Punkt gebracht. Sprich ein bisschen dümmer. Es ist, Ich weiß, war wie all blöd das das klingt. ist vom ARD kein Post, also all das ist sehr ungefähr, was du gerade beschrieben hast, und all das ist auch von der ARD nichts vorher festgelegtes, wonach sie Zuschauer, also Ich wonach sie kann Teilnehmer auch aussuchen. Das dazu. sollten sie vielleicht mal transparent machen, nach welchen Kriterien sie Teilnehmer aussuchen. Ich würde nach Anschauung der bisherigen Teilnehmer, die dort diskutiert haben, eben nicht sagen, dass die ARD dort irgendwelche Kriterien hat, wie du sie hier gerade vorstellst, sondern beziehungsweise, da, ich würde sagen, dass das Kriterium der ARD eben auf Linie sein ist. Leute, die auf transatlantischer Linie sind, Aber dürfen mit reden, denen doch dürfen gar nicht. ihre Punkte vertreten. Und Leute, die nicht auf dieser Linie sind, die werden eben abgewürgt, rausgeschmissen, zensiert. Das ist das, was bei den Öffentlich-Rechtlichen meiner Meinung nach stattfindet. Aber anders, aber ich darf jederzeit teilnehmen. Ich darf jederzeit sagen, ich sehe das anders. Weil, schaut mal, meine Erfahrung mit den Dingen ist diese und diese. Ich kritisiere sie regelmäßig. Agi, ich mache das doch alles und mich wollen die haben. Mich wollen die nicht wegschubsen oder so. Ja, Verstehst du den? warum haben Sie dann Dominik rausgeworfen beispielsweise, und warum ist die erste Auswahl so unausgeglichen? Ich denke, dass sie gestern damit nicht gerechnet haben, dass so klar ein, wie soll ich sagen, ein Kontra kam, dass sie nicht so schnell entweder belegen oder widerlegen konnten. Wie ich dir gesagt habe, ja, hatte ich ein bisschen, aber es rutscht den Rest auf. Ich brauche das jetzt nicht. Mach ruhig. Entschuldige, Agi, aber Junior kam gerade von der Arbeit, der hat Hunger, hat sich jetzt gefragt, ob ich noch Wurst möchte. Ich habe gesagt, nein, nimm du ruhig und hast ja mitbekommen. Ach, Ja, das ist so aber peinlich. war schön, dass du zu Gast warst und mir das mal erzählt hast. Ich wusste gar nicht, dass du in Kontakt zu denen stehst. Also, ich meine. Schon ganz lange, 2 Jahre, seit dem ersten Tag, den die angefangen haben. Und seit dem ersten Tag bin ich am Stänkern mit denen, Agi. Das Ja, ist ja geht, gut. glaub mir. Man muss es nur halt auf eine ganz andere Art und Weise machen, verstehst du? Ja, finde ich ja gut, dass du das versuchst. Aber auf meine Kontaktaufnahmeversuche haben die bisher nicht so freundlich reagiert wie bei dir, aber da scheinen wir wohl unterschiedliche Erfahrungen gemacht zu haben. Ja, und es tut mir leid, dass du da nicht so, ne, gut ankommst wie ich, weil ich, wie ich gesagt habe, ich habe mir dich auch schon mal gewünscht mehr, weil du eben halt viel mehr im Thema mit Ukraine-Krieg drinne bist. Und so weiter und so fort, als ich es jemals bin, weil ich beurteile die Lage zum Beispiel auf Emotionen teilweise und eben halt nur auf den Daten, die ich mir rausgesucht habe zu dem Thema, die ich vertragen kann. Du bist viel tiefer drinne. Deswegen habe ich zum Beispiel auch mal gefragt, wie wäre es, dich einzuladen, hochoffiziell zu den Themen. Nur dazu kommen sie halt nicht klar. Das ist, wie gesagt, du bist ihnen zu extrem in der Art und Weise, dich auszudrücken. Sie können das dann auch gar nicht so schnell nachprüfen, was du sagst, um den Faktencheck dahin zu knallen. Da würde dann, Also, ne? diese Kriterien, die du hier Nein, gerade dann ist er gern nennst, gesehen, weil er befreundet ist mit der einen Person, die in den Mods sind, ne? Also das ist noch ein ganz anderer Punkt. ja, diese ganzen Punkte, die du hier gerade auf mich nennst, die treffen auf alle Walkies zu, die da Dauergäste sind. Also, ich finde schon, dass es da eine politische Schlagseite gibt, die sehr, sehr deutlich ist, aber da ja, sind wir wohl unterschiedlicher Meinung, was ja auch nicht schlimm ist. Okay. Wie gesagt, Agi, irgendwann vielleicht, ich gebe deine Kritikpunkte weiter. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Extreme Kontradiskussion, Partner, dass der Partner, dass es klarer, dass Pro und das Kontro herausgearbeitet werden kann, ne? Dass da die klaren Positionen sind und die ARD-Kritiker bitte mehr zulassen, habe ich mir auch noch mal aufgeschrieben. Ja, Also ich gebe also. weiter. Ich hoffe, es kommt bei denen an, wie immer, wenn ich denen was sage, ne? Und dann schauen wir mal, was die Zukunft, vielleicht gehen sie ja da dann auch wirklich nochmal einen neuen Weg. Ne? Wie gesagt, es gibt in den alternativen Medien so viele gut informierte Leute. Ich hatte dir einen Namen, Markus Fiedler, gegeben, der sich auch noch mit Ja, seltenen Themen beschäftigt hat. Markus. Oder bei Nein, Markus. Nachdenkseiten mal anfragen. Oder bei Manova, bei Multipolar, also es gibt ja so viele Zeitungen, Magazinen, alternativen Medien, da gibt es ja so viele, die wirklich tief drin sind in vielen Themen. Da würde man schon Leute finden, wenn man sie halt anfragen würde. Agi,
Ich bin nur eben halt die Person, die versucht, in irgendwo den Kontakt wieder mit denen herzustellen, die die ARD schon weggeschubst hat und so weiter und so fort. Genauso wie ich dafür gesorgt habe, dass Imp eben wieder freigeschaltet worden ist von den Leuten dort, ne? Er kann da wieder schreiben, er war nämlich Der auch war auch gebannt. gesperrt. Das ist ja geil. Es geht ganz einfach darum, ich möchte, dass die Menschen miteinander nicht, okay, ich will nicht, dass du auch den Kontakt dazu verlierst. Schreib sie nicht ab, versuch das, was ich mache. Vielleicht auf Augenhöhe reden, du hast gehört, was ich gesagt habe dazu, ne? Und Tja, eben halt also dann ich sag denen ehrlich versuchen. meine Meinung. Das ist ja auf Augenhöhe reden und die können dann ehrlich ihre Meinung sagen. Was dann, wenn du, okay, komm, wir machen mal ein hypothetisches Ding auf, weil anders da kann ich das gerade nicht. Hypothetisch, oh, ich und mein Kopf gefickt, ja gut, weiter. Hypothetisch, ich und du würden jetzt Kontra und Pro zum Ukraine-Krieg machen. Oh Scheiße, das geht nicht, ich bin Kontra-Waffenlieferung. Warte kurz, du bist pro Kapitalismus, ich bin Antikapitalistin, ne? Wir würden uns jetzt da sitzen und uns betteln sozusagen. Würdest du deine Pro-Punkte bringen und ich meine Kontrapunkte, würde dann der Chat ausrasten und es würde dort zu den Massen führen. Warum? Du würdest dich so ausdrücken, wie du ausdrückst und ich würde dann mit meinen Argumenten kommen, wie ich es tue. Auf meiner Seite würde dann stehen, alle die, die sonst nicht meiner Seite sind, einfach die Art und Weise, wie ich mit dir umgehe. Sie versuchen wirklich dann auch eben halt so, dass es passt, dass man sich irgendwie unterhalten kann und nicht, dass es dann zu einem Eskalieren von den Situationen kommt. Du musst auch bedenken, das Umfeld situationsbedingt, was wollen Sie erreichen, wie wollen Sie es erreichen und wie können Sie. Aber ich werde, wie gesagt, anfragen, dass du auch wieder freikommst. Ich Okay? bin frei, alles gut. Die haben mich nur getimeoutet und nicht reingelassen, was ja nicht schlimm ist. Wie gesagt, mich stört nicht, dass nicht ich da genug stattfindet. Mir geht es nicht um mich persönlich, mir geht es grundsätzlich um die Gästeauswahl. Mir geht es grundsätzlich darum, welche Leute zu Wort kommen. Mir geht es nicht um mich persönlich. Also ich habe voll abgemault, als der AfD-Fuzzi befragt wurde. Und das wurde auch akzeptiert, ne? Da war ich sogar teilweise unverschämt und habe den blöde Wörter an den Kopf geworfen, dem AfD-Mensch, als er in dem einen Talk mit drin war, ne? Also rein theoretisch, es kommt irgendwie schon drauf an, wie man die Sachen sagt. Wir werden es hinkriegen, Agi. Und wie gesagt, das andere habe ich mir auch vorgemerkt. Mein Relife ruft mich, ich muss kochen gehen, ob ich will oder nicht. Und ich Ich auch. danke dir, dass du mir zugehört hast. Ich bin kein Schlafschaf, aber ich sag halt, ich weiß nicht warum, aber ihr zwei müsst noch lernen, ARD Twitch und du, ihr müsst noch lernen, miteinander eine gute Kommunikation hinzukriegen, okay? Ja, also mich würde es auch nicht stören, wenn die keine Gebührengelder mehr kriegen würden, wenn es die gar nicht mehr Nein! gäbe. Aber das, da sind wir unterschiedlicher Meinung, was ja nicht schlimm ist. Ich meine, da kann man ja, muss man ja nicht einer Meinung sein. Oh. Ah ja, gut. Okay, Agi, ich danke dir. Es war Jo. richtig gut mit dir. Dankeschön. Ich empfinde dich übrigens als angenehm zum Ja, Unterhalten. danke schön. So, und jetzt bin ich weg. Tschüss. Tschüss.